is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Saat und Ernte des Lebens. Flieh die Begierden der Jugend. Jage aber nach der Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe, dem Frieden mit allem, die den Herrn anrufen aus reinem Herzen. Eine kurze Zeit nur sich die Hörner abstoßen. Ihr lieben junge Freunde, bringt eine Ernte hervor, die euer ganzes Leben verbittern wird. Eine unüberlegte Stunde, einmal der Versuchung nachgeben, kann euer ganzes Leben in die verkehrte Richtung lenken. Ihr habt nur eine Jugendzeit. Nutzt sie positiv. Wenn ihr den Weg einer gegangen seid, könnt ihr nicht wieder zurück, um eure Fehler ungeschehen zu machen. Satan verwandelt sich in ein Engel des Lichts und kommt mit seinen bestechenden Verführungen zu den Jugendlichen. Und es gelingt ihm, sich schrittweise vom Weg der Pflichterfüllung abzubringen. Er wird als Ankläger beschrieben, als Betrüger, Lügner, Peiniger und Mörder. Es ist Satan, der euch versucht. Es ist aber eure Tat, wenn ihr nachgibt. Das ganze Heer Satans ist nicht imstande, die Menschen, die versucht werden, zur Gesetzesübertretung zu zwingen. Es gibt für die Sünde keine Entschuldigung. Versuchung ist noch keine Sünde. Jesus war heilig und rein. Und doch wurde er in allen Punkten versucht, wie wir. Aber mit einer Stärke und Kraft, die Menschen niemals auszuhalten brauchen. In seinem erfolgreichen Widerstand hat er uns ein leuchtendes Vorbild hinterlassen, damit wir seinen Fuß tapfen sollen. Wenn wir selbstsicher oder selbstgerecht sind, werden wir allein gelassen und fallen unter der Wucht der Versuchung. Wenn wir aber auf Jesus schauen und ihm vertrauen, dann rufen wir eine Macht zu Hilfe, die den Gegner auf dem Schlachtfeld besiegt hat. Er wird aus jeder Versuchung einen Fluchtweg schaffen. Wenn Satan wie eine Wasserflut auf uns eindringt, müssen wir seinen Versuchungen mit dem Schwert des Geistes entgegentreten. Jesus wird uns helfen und wird für uns eine Standarte gegen ihn aufrichten. Ein falscher Charakterzug, ein sündhafter Wunsch, der gehätschelt wird. Und die ganze Kraft des Evangeliums wird schließlich unwirksam gemacht. Die mühende Pflichterfüllung und die sündhaften Vergnügungen sind die Seile, mit denen Satan die Menschen in seinen Fallen versucht. Nur solche, die lieber sterben, als etwas Verkehrtes zu tun, werden als treu erfunden. Die Jugend kann so feste Prinzipien haben, dass die mächtigsten Versuchungen Satans sie nicht von ihrem Treueverhältnis abbringen können. The Lord is coming. Are you ready?